Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es nie Ihre Aufgabe war, Ihre Mitarbeiter zu motivieren? Normalerweise sind wir alle von Grund auf motiviert. Intrinsische Motivation nennt sich das. Das bedeutet, dass uns die Befriedigung innerer Bedürfnisse eher motiviert als externe Einflüsse wie Geld zum Beispiel. Intrinsisch motivierte Mitarbeiter machen ihren Job, weil sie es wollen und nicht, weil sie es müssen. Leider ist es nach wie vor üblich, Mitarbeiter extrinsisch zu motivieren. Dieser Ansatz ist aber weder zeitgemäß noch zielführend. Okay, Gerob, dann sagen Sie mir doch mal, was ich denn sonst machen soll, wenn meine Mitarbeiter nicht motiviert sind. Ganz einfach, Sie müssen nichts weiter tun, als Ihre Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Wie soll das denn gehen? Fangen wir mit fairer Bezahlung an. Obwohl man mit Geld keine Motivation kaufen kann, brauchen die Leute trotzdem Geld, um zu leben. Aber wenn sie ihren Mitarbeitern zu wenig zahlen, ja, dann kann das ganz schnell zu Frustration und zu Demotivation führen. Vor allem, wenn die Bezahlung im Vergleich mit anderen Mitarbeitern viel zu gering und unfair ist. Übrigens, eine überdurchschnittliche Bezahlung führt nicht automatisch zu mehr Motivation. Also, zahlen Sie nicht zu viel, aber noch viel wichtiger, zahlen Sie nicht zu wenig. Wo wir schon beim Thema Fairness sind, Sie sollten niemanden in Ihrem Team bevorzugen. Dazu habe ich meinen guten Freund Olaf Kapinski um seine Meinung gebeten. Olaf ist übrigens auch Führungstrainer und er hat auch einen YouTube-Kanal. Schauen Sie da mal vorbei. Ja, Bernd, großartige Frage und leider ist es wert, mal beleuchtet zu werden. Natürlich ist Ungleichbehandlung ganz doof, wissen wir alle. Warum machen so viele? Weil es einfach ist. So viele Führungskräfte verwechseln den Campingplatz mit dem Büro. Campingplatz kannst du deine Bros bevorzugen und was der andere sagt, das findest du dann halt doof. Im Firmenumfeld geht es nicht. Wir haben drei Probleme dabei. Das erste Problem ist, so zerstört man ein Team. Im Team muss glasklar sein, alle haben das gleiche Vorschlagsrecht auf der gleichen Position. Alle haben das gleiche Gehör auf der gleichen Position, ansonsten ist es Strombergsche Willkür. Das zweite ist, es zerstört den Chef als Person. Nämlich, das ist derjenige, bei dem du nur dann vorankommst, wenn du dich hochgeschlafen hast, wenn du sein Buddy bist, wenn du mit dem rumkuschelst und so weiter. Die Lieblinge vom Lehrer damals aus der Schule, ganz genau das ist das Beispiel, womit wir beim dritten Problem sind. Derjenige, der bevorzugt wird, ist dann nämlich genau der Streber von damals aus der Schule. Das ist derjenige, den keiner mehr ernst nimmt, egal wie gut der Vorschlag ist. Dieser Mitarbeiter wird nicht mehr gutiert, weil er einen guten Vorschlag macht, weil alle wissen, ist egal wie scheiße der Vorschlag von dem Mitarbeiter ist, er ist ja das Kuschelkind vom Chef. Deswegen wird ja seine Meinung sowieso bevorzugt. Nicht Gleichbehandlung der Mitarbeiter ist das Dämlichste, was man machen kann. Und für ganz viele Führungskräfte ist es eine gute Option, weil es sehr häufig das Einfachste ist, was man machen kann. Man muss sich nämlich nicht als Führungskraft benehmen, sondern man kann sich so geben wie in einer Kneipe oder auf dem Campingplatz oder wo auch immer du alle deine schlechten Allüren loslegen kannst. Vielen Dank, Olaf. Es gibt eine Sache, die ist so hochgradig schädlich, dass sie garantiert jeden noch so motivierten Mitarbeiter demotiviert. Und das ist Micromanaging. Das ist so eine tief verwurzelte Krankheit in so vielen Unternehmen. Ein Micromanager, der überwacht und bewertet jedes noch so kleine Detail. Delegieren ist für den Micromanager, ja, das ist ein Fremdwort. Er liebt, die volle Kontrolle zu behalten und damit raubt er dem Mitarbeiter jeden Nerv. Und letztendlich, tja, auch die Motivation. Das Problem ist aber, dass intrinsisch motivierte Mitarbeiter Autonomie lieben. Sie möchten ihre Arbeit unabhängig und mit einem hohen Grad an Freiheit ausüben. Bei diesem krassen Gegensatz ist es natürlich dann kein Wunder, dass die Mitarbeiter ihre Motivation verlieren. Ich gebe Ihnen mal zwei sofort umsetzbare Tipps, wie Sie dem Micromanagen entgegenwirken können. Erstens, geben Sie Ihren Mitarbeitern mehr Freiheiten bei der Gestaltung Ihrer Arbeitszeitplanung. Auch die Reihenfolge, in welcher die Aufgaben erledigt werden, die sollten Sie den Mitarbeitern, wenn es irgendwie geht, selbst überlassen. Zweitens, beim nächsten Projekt lassen Sie Ihren Mitarbeiter einfach mal machen, wie er oder sie es für richtig hält. Sie setzen lediglich Milestones, um zu schauen, ob alles nach Plan läuft oder ob der Mitarbeiter Unterstützung benötigt. Aber solange Ihr Mitarbeiter von A nach B kommt, da halten Sie sich schön raus. Wie er nach B kommt, kann Ihnen ja eigentlich auch egal sein, wenn das Ergebnis stimmt. Und hier noch ein Bonustipp. Sie kontrollieren nur an diesen geplanten Terminen, an den Milestones. Nicht zwischen den Milestones. Also seien Sie kein Micromanager. Seien Sie kein Klaus machen. Ja, geht's noch? Laut Dan Pink streben intrinsisch motivierte Mitarbeiter nach Meisterschaft. Das bedeutet, sie möchten einfach
besser werden in dem, was sie tun. Als Führungskraft sollten sie deshalb ihren Mitarbeitern diesen Raum zur Entfaltung bieten. Unterstützen sie dabei aktiv, indem sie zum Beispiel Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. Schicken sie ihre Mitarbeiter auf Konferenzen und Workshops, um sich neues oder vertieftes Wissen anzueignen. Zeigen sie, dass Ihnen das wichtig ist. Ich bin mir sicher, Ihre Mitarbeiter werden Ihnen das zurückzahlen in Form von höherem Engagement. Indem wir Feedback geben, versuchen wir unserem Gegenüber zu helfen, dass der von seinen Fehlern lernen kann. Oder wir möchten jemanden für etwas loben, damit er so weitermacht, wie er es bisher macht. In beiden Fällen ist korrektes Feedback entscheidend. Wird es nämlich falsch gemacht, dann kann das zu geringem Selbstwertgefühl und natürlich auch zu Demotivation führen. Richtiges Feedback muss daher immer konkret, objektiv und spezifisch sein. Maja, Ihre Präsentation, die war einfach nur schrecklich und langweilig. Also, richtiges Feedback muss natürlich wertschätzend und respektvoll sein. In diesem Fall muss man aber auch sagen, dass das eigentlich eine nichtssagende Aussage ist. Was soll Herr Maier denn jetzt hier daraus lernen aus dieser Aussage? Besser wäre die folgende Möglichkeit. Herr Maier, ich denke, Sie haben zu viele Folien benutzt. Sie haben innerhalb von 20 Minuten 100 Folien präsentiert. Das sind zu viele. Versuchen Sie beim nächsten Mal einfach, das Thema genauer einzugrenzen und bleiben Sie bitte unter 15 Minuten und nicht mehr als 10 Folien. So weiß der Herr Maier jetzt genauer, was er beim nächsten Mal besser machen kann. Übrigens, den Mitarbeiter vor den Kollegen zur Sau zu machen, das ist auch so ein Unding, das sich bis heute leider nicht bis zu jedem Manager herumgesprochen hat. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man das nicht macht. Viele Führungskräfte, mit denen ich mich unterhalte, glauben, dass ihre Mitarbeiter ganz genau wissen, was von ihnen verlangt wird. Und vor allem, warum sie diese Mitarbeiter es machen sollen. Die Wahrheit ist aber leider, wenn sie ein bisschen tiefer graben, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Intrinsisch motivierte Mitarbeiter, die möchten aber genau wissen, warum sie für sie arbeiten und warum sie bestimmte Arbeiten tun. Sie brauchen einen Zweck und Klarheit vor allem. Zeigen Sie ihnen das große Ganze auf und zeigen Sie ihnen, wie deren Arbeit dazu beiträgt. Das können Sie zum Beispiel sehr gut damit machen, indem Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern Ziele vereinbaren. Dadurch erkennen diese viel einfacher, wie und warum ihre Arbeit einen direkten Einfluss auf das Erreichen der Unternehmensvision oder der großen Ziele des Unternehmens hat. Aber wenn Ihre Mitarbeiter keine Ahnung haben, warum sie etwas tun, welchen Sinn und Zweck ihr Job erfüllt, ja, dann geht die Motivation die Toilette runter. Die meisten Mitarbeiter, die Unternehmen verlassen, verlassen eigentlich ihren Vorgesetzten und weniger das Unternehmen an sich. Dabei ist es völlig egal, wie motiviert die Mitarbeiter zu Beginn sind. Wenn sie schlecht behandelt werden, sinkt die Motivation drastisch und sie verlassen dann das Unternehmen. Ich rede dabei von Respekt, Ehrlichkeit, Unterstützung und von einer klaren Kommunikation. Erkennen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter an. Geben Sie ihnen aufrichtiges Feedback und feiern Sie auch die sogenannten Small Wins. Und ganz wichtig, Sie können von Ihnen kein volles Engagement erwarten, wenn Sie selbst ein solches nicht an den Tag legen. Wenn Sie Freude an Ihrem Job und Motivation ausstrahlen und sich glaubwürdig der Unternehmensvision verschreiben, dann wirkt das ansteckend. Diese Einstellung wird sich auf Ihr Team übertragen, im Positiven wie auch im negativen Sinn. Also gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Glauben Sie nicht, dass Sie da die Wirkung einer einzigen Führungskraft ein wenig überschätzen? Glauben Sie das? Olaf, was sagst du dazu? Der Kollege da gerade ist ein bisschen unerfahren, oder? Natürlich kann eine Führungskraft das ganze Team versauen. Was ist das für eine ahnungslose Frage? Was weiß denn dieser Kopinski schon? Was weiß ich schon? Das ist doch der Typ, der dir in Budapest nachgelaufen ist und auf der falschen Konferenz war, oder? Ja, schönen guten Tag. Sie sitzen hier. Ja. Tu den mal raus. Wenn Sie alle genannten Tipps in der Praxis umsetzen, dann müssen Sie sich nie wieder Sorgen über unmotivierte Mitarbeiter machen. Und wenn Sie mehr über Führung lernen wollen, dann empfehle ich Ihnen auch Olafs Podcast. Bin mir sicher, Sie werden ihn sehr hilfreich finden. Vielen Dank, Olaf, und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen.